Lammrex mit Balsamico, Zitronenbutter und dazu grüne Spargel. Das Trio ist einfach zubereitet und ein feines Festessen auch für Ostern. Hallo und herzlich willkommen zum aktuellen Coop-Videorezept. Für Balsamico Zitronenbutter 75 g Butter in einem Schälchen weich werden lassen. Von einer Bio-Zitrone die Schale abreiben, den Saft auspressen und 2 Teelöffel davon zur Schale geben. Einen Teelöffel Honig drunter rühren. Von dieser Mischung einen Teelöffel zur weichen Butter geben, der Rest wird nachher für die Fleischmarinade verwendet. Wenig Salz beigeben und Butter jetzt geschmeidig rühren. Die Hälfte davon ca. 1,5 cm dick auf ein Stück Alufolie geben. Die andere Hälfte mit einem halben Esslöffel Crema di Balsamico aromatisieren. Crema di Balsamico ist dickflüssiger als normale Aceto Balsamico. Und für die Konsistenz dieser Butter ist es darum wichtig, dass Sie Crema verwenden. Und gerade noch ein Tipp, achten Sie darauf, dass sie Zimmertemperatur hat. So lässt sie sich nämlich mit der Butter besser verbinden. Noch ein bisschen Pfeffer beifügen und dann alles mischen. Das Ganze auf der Zitronenbutter verteilen. Mit Hilfe der Alufolie die Butter jetzt zu einer Rolle formen. Die Rolle dann für ca. 2 Stunden kühl stellen. So lassen sich anschliessend schöne Scheiben schneiden. Für die Marinade zur auf die Seite gestellten Zitronen-Honig-Mischung noch etwas Olivenöl und eine gepresste Knoblauchzehe geben. Thymianblättchen abzupfen und die dann nachher noch fein schneiden. Zusammen mit etwas Pfeffer drunter rühren. Zwei Lammrex damit bestreichen und für rund eine Stunde zudeckt marinieren. In der Zwischenzeit schon mal die Spargel vorbereiten. Grüne Spargel müssen nur im unteren Drittel geschält werden. Der Rest ist zart genug. Die Enden frisch anschneiden und dann die Spargel schräg je in 4 Stück schneiden. Vor dem Garen der Spargel aber jetzt zuerst einmal das Fleisch zubereiten. Die Marinade vorher ein bisschen mit Haushaltspapier abtupfen. Die beiden Lammrex dann noch rundum salzen. Anschließend in einer Brotpfanne etwas Brotbutter heiß werden lassen. Ganz wichtig, die Temperatur jetzt auf mittlere Hitze reduzieren, weil sonst brünt durch den Honig in der Marinade das Fleisch zu intensiv und auch zu rasch. Das Fleisch zwischendurch kehren. Die Lammrex jetzt also für rund 15 Minuten total anbraten. Gleichzeitig die Spargel in einer zweiten Bratpfanne in wenig Olivenöl anbraten. Das Gemüse salzen, wenig Wasser dazugießen, ebenso ein bisschen Zitronensaft. Die Säure verhindert das Braunwerden. Zur Unterstützung des Aroma noch ein bisschen Zucker beigeben. Die Spargel unter gelegentlichem Wenden knapp weich köcheln. Sie dürfen also ruhig knackig bleiben. Nach 15 Minuten Anbratzeit beim Fleisch die Herdplatte ausschalten und die Lammrex dann zudeckt nochmal für rund 15 Minuten ziehen lassen. Kurz vor dem Servieren die Balsamico-Zitronenbutter in Scheiben schneiden. Die Kerntemperatur sollte beim Lammrex ca. 55 Grad betragen. Das Fleisch dann tranchieren und zusammen mit den Spargeln auf vorgewärmten Teller anrichten. Die Aromabutter dazu servieren. Mit dem Frühlingsmenü ist die Osterüberraschung perfekt. Merci fürs Reinklicken, gutes Gelingen und hoffentlich bis gleich wieder.